So, hallo, hallo zusammen, willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Afterwork Cooking. Für heute Abend habe ich mir überlegt, machen wir Gemüsesticks. Also es ist nicht nur Gemüse, ich habe hier auch Beef Bacon, das hatte ich noch nie. Will ich mal probieren. Das werden wir dann schön um Datteln wickeln. Ansonsten habe ich noch Zucchini zum Aufspießen, Oliven, Peperoni, weiße Champignons und hier habe ich schon geschält und geschnibbelt rote Zwiebeln und Süßkartoffeln. Und das Ganze spießen wir auf, marinieren es noch ein bisschen und dann kommt das in den Ofen. Das ist der Plan für heute Abend. Ja, einen Teil hatte ich ja schon geschnitten. Das heißt, es fehlt jetzt eigentlich nur noch die Zucchini. Ein kleines Stückchen schneiden, sodass man die gut aufspießen kann. Nicht zu dünn, weil die wird sonst recht weich, sonst fällt die auseinander. Dann kommt jetzt der Beef Bacon. Da war ich besonders gespannt darauf, weil den habe ich noch nie gegessen gehabt. Den hat mir eine Nachbarin empfohlen. Den wickel ich jetzt um die Datteln und bevor ich jetzt anfange, quasi die Spieße zu stecken, werde ich den Ofen noch vorbeheizen. Dann braucht man natürlich auch noch die Oliven. Damit ich nicht jedes Mal die aus dem Glas fischen muss, habe ich mir ein paar eben in die Schüssel schon getan. Das macht es dann einfacher. Das gleiche mit den Peperoni. Auch die kommen jetzt einfach in die Schüssel. Die etwas großen, langen Stücke, die habe ich noch mal halbiert. Und dann auch beim Aufspießen quasi das so doppelt genommen, dass da nicht so lange Fäden rumhängen. So, und dann geht es auch schon los, alles zu schichten. Ich habe versucht, immer außen an den Enden jeweils ein Stück Süßkartoffel zu machen, was den ganzen Spieß zusammenhält. Aber ansonsten war das total willkürlich. Die Süßkartoffeln, die gingen etwas schwer. Ich habe auch zwei Holzspieße zerbrochen dabei. Das war ein bisschen eine Aktion. Aber es hat trotzdem ganz gut funktioniert und die waren am Ende auch herrlich gar. Ja, das hat jetzt ein bisschen gedauert. Das nächste Mal werde ich mir da ein paar Küchenhilfen besorgen dazu. Dann geht das deutlich schneller, weil prinzipiell ist das ein super einfaches Essen. Das Längste war tatsächlich jetzt eben die ganzen Spieße machen. Ja. So, als nächstes, die Spieße sind fertig. Also ich habe jetzt zwei Bleche voll von den Spießen, jede Menge. Aber bis auf den Speck sind die ja noch nicht wirklich gewürzt. Das heißt, ich habe jetzt wieder Kokosöl im Ofen geschmolzen, der ja eh gerade vorheizt. Und jetzt gebe ich hier eine wilde Gewürzmischung dazu, nämlich wir haben hier Süßkartoffeln, wir haben Oliven, wir haben den Schinkenspeck, wir haben Zucchini, wir haben Champignons, also wir haben eine querbeet wilde Mischung auf den Spießen. Also gibt es auch eine wilde Gewürzmischung. Dann nehme ich jetzt einen Ticken Curry, nicht zu viel, weil ich will nicht, dass das nach Curry schmeckt. Ich will nur die Mischung all dieser Gewürze. Dann natürlich Salz, überall da, wo nicht schon der Speck ist. Dann für etwas Schärfe nehme ich Cayennepfeffer. So. Um eine kuriose Gewürzmischung zustande zu bekommen, nämlich auch noch Zimt, weil ich finde, Zimt und Süßkartoffel passt immer gut zusammen. Das unterstreicht die Süße der Kartoffel noch und es steht im schönen Kontrast zu dem salzigen. Und dann nehmen wir auch noch ein bisschen geräuchertes Paprikapulver, von dem ich im Moment ja geradezu besessen bin. Durchmischen. Und damit streiche ich dann die Spieße noch ein, alles außer da, wo sowieso die Dattel im Speckmantel ist. Also die streiche ich nicht damit ein, weil der Speck ist würzig genug. Ja, wie gesagt, jetzt vorsichtig alles bestreichen mit dem Pinsel. Zwischendrin ist mir schon ein bisschen was auf den Speck geraten, aber das war jetzt nicht schlimm. Das Öl hatte nicht ganz gereicht, also ich musste nochmal eine Mischung anmachen, damit ich dann wirklich alles schön bedecken konnte. Das ging dann ganz gut auf. Ja, und so sieht es vor dem Backen aus. Auch schon sehr appetitlich, sehr lecker. Und das Ganze kommt jetzt eben in den Ofen. Ich habe das jetzt erstmal 25 Minuten bei 160 Grad Umluft drin gehabt, habe aber dann nochmal um 15 weitere Minuten verlängert. Ich habe den Süßkartoffeln nicht getraut, ob die wirklich durch sind. Und so sah das Ganze jetzt aus. Gar nicht viel anders wie vorher, wie vorm Backen. Das Ganze jetzt schön auf eine Platte noch anrichten, dass man das nicht auf den hässlichen Blech auf den Tisch stellen muss. Ja,
Und das war eben unser Abendessen. Das war's wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nicht vergessen zu abonnieren und dann bis morgen zu einer neuen Folge vom Afterwork Cooking. Tschüss!